Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Player Perspective, Inside the Player's Mind. Ich habe heute einen Spieler, einen ehemaligen Spieler und heute Funktionär im Fußball auch dabei, den Toni. Toni ist 29 Jahre, hat damals bei Hoffenheim und bei Karlsruhe gespielt und auch gleichzeitig sehr hoch auch im Handball, während er noch bei Hoffenheim gespielt hat. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Hat auch U17-Nationalmannschaft gespielt, dann für die Nationalmannschaft von Madagaskar. Auch eine spannende Erfahrung gehabt, wie ich gelesen habe. Und hatte dann eine sehr turbulente Karriere und hat viele, ich sag mal, Schattenseiten im Fußball auch mitbekommen. Und ist dann ja letztendlich mit einem Fußballstipendium nach Amerika gegangen, wo er seinen Bachelor und seinen Master machen konnte. Und ja, doch noch den Weg auch in den Fußballbereich beruflich gefunden hat. Er ist heute Inhaber von einer Agentur, die auch Fußballstipendien vermittelt, Mindgame Sport Management. Den Namen, auf den bin ich damals schon gestolpert, der hat mir damals schon gefallen. Und ist auch als Head of International Operations bei der TSG Hoffenheim tätig. Und wir haben jetzt kurz vor dem Gespräch auch schon gesagt, ja, viel erlebt im Fußball. Aber bevor wir jetzt auf die Geschichte, also zu viel von der Geschichte sagen, worüber man, glaube ich, ja, mehrere Tage sprechen könnte, haben wir gesagt, wollen wir vor allen Dingen diese Geschichte nutzen, um da auf das zu schauen, was vor uns liegt und auch, wie man diese Geschichte auch daraus lernen kann, um das besser zu machen, was man heute tut. Deshalb erstmal vielen, vielen Dank, ja, für deine Zeit und ich freue mich sehr, dass du da bist, Toni. Vielen Dank, Julius, erstmal für deine Zeit, ja, und auch, dass du mir die Plattform hier gibst. Das Intro klang ja sehr, sehr spannend. Also ja, klingt aus der Perspektive dann teilweise ein bisschen besser natürlich als aus meiner eigenen Erfahrung, aber vielen Dank. Freue mich auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr, sehr interessant. Ich weiß, wir haben, ich glaube, das war letztes Jahr irgendwann auch schon mal länger darüber telefoniert und da habe ich auch schon, da hast du mir halt mal deine Geschichte auch in mehr Detail so ein bisschen erzählt und da habe ich wirklich an deinen Lippen gehangen, das weiß ich noch, weil es sehr, sehr interessante Themen waren. Nimm uns doch mal so kurz bisschen zurück, wie du mit dem Fußball aufgewachsen bist, was er für eine Bedeutung für dich gespielt hat. Und ja, was genau, erstmal die zwei Fragen. Ja, sehr gerne. Ja, ich bin in Mannheim aufgewachsen. Vater war Fußballprofi, hat in Montpellier gespielt und ist als 18-Jähriger damals aus Madagaskar nach Frankreich gezogen zum Fußballspielen. Hat dann dort meine Mutter kennengelernt, die in Montpellier studiert hatte. Und die sind dann ja, mit 28 beide dann nach Mannheim gezogen. Ich bin dann quasi hier aufgewachsen. Ja, aber gleich natürlich mit dem Ganzen quasi in die Wiege gelegt bekommen. Ne? Also Vater Fußballprofi gewesen, also typisches Klischee. Hab dann in der Jugend in Weinheim gespielt, bin dann in der U15 zur TSG Hoffenheim gewechselt. In dem gleichen Jahr, es war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, in dem gleichen Jahr auch zu den Rhein-Neckar-Löwen gewechselt, in der U15, dann U17 später. Hatte dann, ja, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich, war relativ gut in beiden und habe dann eine Einladung auch bekommen für den DHB und für den DFB. Habe beim Handball sogar noch zwei Länderspiele gemacht für die deutsche Nationalmannschaft. Und hatte aber das Problem im Nachhinein, verstehe ich das auch, damals konnte ich es überhaupt nicht nachvollziehen, dass ich einfach viel zu lange gebraucht habe, um mich zu entscheiden, Handball oder Fußball. Ja? Also ich wusste eigentlich selbst, dass ich quasi mit dem Handball aufhören wollte, habe das aber relativ lange rausgezögert, sodass ich dann quasi in Hoffenheim von David Wagner, der jetzt bei Schalke ist, in der U19 einen Laufpass bekommen habe und musste dann quasi in der U19 so ein bisschen zwangsweise zum KSC wechseln, beziehungsweise musste dann wechseln und bin dann zum KSC. Da habe ich das Glück gehabt und Unglück, zum richtigen Zeitpunkt oder zum falschen Zeitpunkt in die richtige Mannschaft zu kommen. Also wir hatten einen riesigen Jahrgang, in dem unter Markus Kauczynski, der jetzt auch seit ja, mittlerweile 10 Jahren im Profigeschäft unterwegs ist, eine riesen Truppe hatten. Wir hatten mit Torben Stadler, Matthias Kunz, Simon Zoller, Schein Aygünes, Timo Kern, Lukas Rupp, der jetzt in Norwich spielt und ja, Simon Zoller habe ich erwähnt, von Köln und VfL Bochum. 8 Spieler, die quasi Profis geworden sind aus dem Jahrgang. Und ich kam da in einen funktionierenden Jahrgang rein, würde sagen, dass ich anfangs der Saison auf jeden Fall noch auf dem ja, gleichen Level war wie die Jungs, vielleicht ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen schlechter.
aber habe dann wirklich relativ wenig gespielt in der U19-Bundesliga. Ne? Zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, wenn du in der U19 nicht spielst, dann ist das ein Jahr, was make it or break it. Also du kommst da raus in den Profibereich oder eben nicht. Hatte da relativ wenig gespielt. War eine sehr frustrierende Zeit auch gewesen. Aber habe trotzdem am Ende der Saison die Möglichkeit gehabt, zu Dundee United auf dem Probetraining. Bin dann nach Dundee geflogen, hatte da eine Woche trainiert und hatte da eigentlich die Zusage, dass das dann auch klappt in der Scottish Premier League. Und flog dann wieder zurück, war dann eigentlich sicher, dass das auch klappt und habe dann Ende, also wirklich Anfang August, aus der Webseite von Dundee United erfahren, dass sie sich für einen Stürmer aus England entschieden hatten. Und dann hatte ich dort angerufen, habe dann gefragt, okay, wie sieht's aus? Ich habe länger nichts mehr gehört und dann hieß es, ja, sorry, tut uns leid, klappt leider doch nicht. Und dann hing ich halt in der Luft und wusste halt wirklich nicht, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Also ich hatte mich halt in Deutschland um keine Alternative gekümmert. Und mein damaliger bester Freund, der auch Junior-Nationalspieler war, der Jonas Striffler, ist dann zu Dynamo Dresden gewechselt. Und der hatte mich dann dort ins Gespräch gebracht. Das hat dann auch geklappt, relativ spät noch, aber hat noch geklappt. Und ich sollte da quasi über die U23 mich für die erste Mannschaft dann hochspielen. Das war aber in den Gesprächen klang das halt natürlich so, als bin ich da fest eingeplant und spiele auf jeden Fall auch eine Rolle mit meinem Werdegang und bin dann halt wirklich mit sehr, sehr hohen Erwartungen dann auch reingegangen und habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Und nach 4 Wochen ist der Trainer, der mich geholt hat, der Rüd Kaiser, der ist dann entlassen worden. Und der stand halt extrem auf so kleine, wuselig, technisch gute Spieler. Und der ist dann entlassen worden. Und der neue Trainer, der dann kam, der stand halt überhaupt nicht auf mich. Der hat mir im Grunde genommen am ersten Tag gesagt, du, ich bin kein Fan von deiner Spielweise und das wird hier, glaube ich, nichts. Ich habe aber immer wieder quasi an dieser Chance so dran gewittert und habe halt immer wieder Gas gegeben, habe gearbeitet, habe dann quasi immer in der U23 gespielt, noch im ersten Jahr. Das aber auch mehr schlecht als recht, um ehrlich zu sein, weil dann auch mit der Zeit immer das Selbstbewusstsein dann weniger wurde. Und habe dann aber paradoxerweise zu dem gleichen Zeitraum, wo ich in der dritten Liga halt keine Rolle gespielt habe, die Chance gehabt, für mein Vaterland dann, für Madagaskar zu spielen. Das ist natürlich Madagaskar, nicht Spanien, England oder Italien, das ist mir völlig bewusst. Aber hatte halt wirklich die Möglichkeit dann beim African Nations Cup unter anderem gegen Nigeria, gegen Äthiopien, gegen die Elfenbeinküste zu spielen. Habe in Nigeria vor 50.000 Zuschauern gespielt, habe dann nach dem Spiel, da haben wir 2-1 verloren, das Trikot mit John Obi Mikel getauscht. Und das war eine ganz, ganz paradoxe Erfahrung, weil ich auf der einen Seite so nah dran war im Profifußball oder beziehungsweise eigentlich schon drin war, ne? Und auf der anderen Seite in der dritten Liga in Dresden so weit weg war von der Startelf wie die Erde vom Mond. Ja. Wie alt warst du da? 19, also 18. Ja. Und das war eine super Zeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war das auch die Zeit, die mich wirklich kaputt gemacht hat, weil ich einfach das erste Mal weit weg von zu Hause, das erste Mal alleine quasi auf mich gestellt. Ich habe im Hotel gewohnt damals in Dresden. Und hatte da überhaupt gar keinen Rückhalt da gespürt. Ne? Und dann hatte ich das immer mehr so hochgeschaukelt, weil auf der einen Seite bei der Nationalmannschaft lief es sehr gut. Ich habe dann quasi über die Nationalmannschaft sogar ein Probetraining beim FC Lorient damals bekommen im Winter. Bin da nach Lorient geflogen. Der Vater von Johan Gourcuff war damals dort Trainer. Habe im Winter 4 Tage mittrainiert und der Trainer sagte zu mir, ja gut, es gefällt ihm gut. Er könnte sich schon vorstellen, mich als Nummer 3 oder Nummer 4 da ins Stürmerteam damit reinzuholen. Ne? Und Nummer 1, muss man dazu sagen, war Kevin Gamero. Der ist im Sommer dann für 18 Millionen zu Paris Saint-Germain. Und Amalfitano ist für 10 Millionen im Sommer, also war Nummer 2, ist im Sommer für 10 Millionen zu Newcastle gewechselt. Und das war natürlich eine Riesenchance für mich. Bin dann nach Dresden zurückgeflogen und wie das halt so kommt, wo ich im Nachhinein auch nicht weiß, was passiert ist. Auf jeden Fall hat sich das zerschlagen und bin dann quasi wohl oder übel in Dresden gewesen. Das war das erste Jahr. Im zweiten Jahr in Dresden war es dann so, dass sogar noch in der U23 ein neuer Trainer kam und der konnte mit mir genauso wenig anfangen wie dann der Trainer mit den Profis. War dann wirklich eine völlig verrückte Situation, weil ich dann nicht mal in der U23 mehr gespielt hatte. Und du weißt ja selbst als Fußballer, wie das ist, wenn du am Wochenende nicht spielst und unter der Woche nur trainierst, dann verlierst du halt irgendwann das Standing in der Mannschaft und du verlierst natürlich auch so komplett dein Selbstbewusstsein und deinen Halt. Ne? Und wenn du dann auch noch außerhalb von deinem natürlichen familiären Umfeld bist, in einem anderen
Umfeld, also gerade in Dresden, ich sag mal so, für Leute, die im Westen aufwachsen, spielt dieser Ost-West-Konflikt, in Anführungsstrichen, oder der Ost-West-Vergleich überhaupt gar keine Rolle. Im Osten war es aber tatsächlich so, dass teilweise die Leute noch so gesagt haben, ah, guck mal, das ist ein Wessi. Wenn du dann noch ein bisschen meine Hautfarbe hattest, also Vater schwarz, Mutter weiß, dann hat das sogar noch mehr Konflikte mit sich gebracht. Also Beispiel, ich kam an meinem ersten Tag, als ich da unterschrieben hatte, hatte ich in meinem Facebook-Account 30, 40 Nachrichten, wo dann zum Beispiel ein Fan geschrieben oder manche Fans geschrieben hatten, hey Toni, wir wollten dir nur sagen, brauchst du wegen deiner Hautfarbe keine Sorgen machen. Ne? Solange du deine Leistung bringst, bist du bei uns sicher. Und das mit 18, 19 ist halt schon extrem. Ne? Und ja, war damals auch einfach nicht reif dazu. Also ich muss dann ehrlich so auch wirklich ehrlich gestehen, meine Leistungen, die ich dann gebracht habe, wenn ich mal gespielt habe, waren dann auch katastrophal. Und das war aber dann so, dass das ist so eine Abwärtsspirale. Und long story short, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel erzählt. waren zwei katastrophale Jahre. Hatte dann quasi noch im zweiten Jahr, habe ich angefangen, eine chronische Patellasehnenentzündung zu bekommen. Habe dann quasi auch nicht mehr trainieren können oder beziehungsweise wenn, dann mit 2, 3 Schmerztabletten am Tag. Und war dann wirklich am Ende dann noch verletzt. Also ich habe mir im März 2011 war das dann, also quasi 3 Monate vor Ende meiner Vertragslaufzeit, die Patellasehne eingerissen und war dann erstmal ein Jahr verletzt gewesen, ohne Verein. Und das war dann völlig irre, weil ich dann 2011 war das dann, sogar bei der VDV im Trainingscamp gelandet bin. Also die VDV, für die es nicht kennen, ist die Spielergewerkschaft. Und die bieten seit Jahren quasi immer im Sommer ein Trainingscamp für vereinslose Profis und Rekonvaleszenten an. Das heißt, damals war es so, da hatte ich wirklich noch Glück, dass ich in den Jahrgang reingekommen bin, im VDV-Camp, mit Thomas Klesener, Sven Neuhaus, Nico Frommert, Christian Mikulajczak, waren insgesamt 12 ehemalige Bundesligaspieler mit im Camp, teilweise die noch im Jahr zuvor zweite oder dritte Liga gespielt hatten oder Bundesliga. Dazu waren 2 Trainer dabei mit Christian Wück und Markus Anfang, die jetzt U17-Nationaltrainer sind und letztes Jahr, wie Markus Anfang, auch Bundesliga trainiert haben. Und das war dann wirklich eine paradoxe Zeit, ne? Weil ich habe auf der einen Seite war das für mich die Eingeständnis, boah, ich bin jetzt ganz unten angekommen am Fußballboden. Ne? Diese Eingeständnis und diese Fahrt nach Duisburg zur VDV, das war so, boah, jetzt bist du ganz unten, jetzt ist es vorbei. Auf der anderen Seite trainierst du dann mit so guten Spielern, die wirklich 10, 12 Jahre Erfahrung im Profibereich gesammelt haben, die dir dann täglich sagen, hey Toni, du hast die Qualität, zweite Liga zu spielen, ohne Frage. Du weißt nur selbst, dass es ganz, ganz schwierig wird, dass dir jemand diese Chance nochmal gibt. Und so mache ich jetzt auch einen Schuh draus, weil es war dann so, dass der Christian Demirtas, der mit mir im Camp war, der hatte mich dann ein halbes Jahr nach dem Camp, also dazwischen lag dann sogar noch ein Probetraining beim 1. FC Nürnberg, das dann auch in die Hose gegangen ist. Und was für mich so mein Knackpunkt war, muss ich sagen, aber da können wir gerne später nochmal drauf zu sprechen kommen, bin ich dann über einen Kontakt mit Christian Demirtas dann in die USA gekommen, 2012. Und das war dann für mich so, ja, meine Wiedergeburt in Anführungsstrichen, wo ich dann wieder an den Punkt gekommen bin, dass ich an mich selbst geglaubt habe und auch gemerkt habe, dass das alles, was ich erlebt hatte, dass das nicht umsonst gewesen ist. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, um im Nachhinein zu sagen, boah, das war schon heftig, aber das war für irgendwas gut. In den Momenten sieht man das ja oft nicht. Also bei mir war es auch damals so, als ich von Wien aussortiert wurde, weil ich ja wahrscheinlich körperlich einfach nicht geschafft hatte, weil ich sehr klein war auch, war das für mich auch so, ja, da ist eine Welt zusammengebrochen, weil man ja immer auch Profi, immer diesen Traum hat, Profi zu werden. Wie bist du da in den Momenten damit umgegangen, als wirklich diese Schicksalsschläge kamen? Wie war das für dich da in der Zeit? Also ich glaube, das ist, im Nachhinein kann ich sagen, dass all diese Rückschläge sind brutal wichtig. Die sind unglaublich wichtig für dich als junger Mensch, als selbst auch später. Ne? Also jeder Rückschlag bringt dich weiter. Und ich glaube, das Entscheidende ist, wie gehst du mit diesen Rückschlägen um? Für mich war das damals, ich habe nie an mir gezweifelt. Also ich bin nie an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, boah, vielleicht habe ich nicht die Qualität. Ich habe immer weitergemacht. Das kam aber natürlich. Ich habe immer weitergemacht, immer weitergemacht, immer weitergemacht, weil ich diese Hoffnung hatte, dass sich das Blatt noch ändert oder dass sich das Blatt noch wendet. Mhm.
Ich habe jetzt letztens ein ganz spannendes Buch, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, von Mark Twain, kann ich nur empfehlen. Super geil. Er gibt das Beispiel, sagt, stell dir vor, du ziehst dich morgens an, bindest dir deine Krawatte, hast deine Haare gemacht, gehst zur Arbeit im Anzug und draußen ist strömender Regen. Denkst du, oh, scheiße, was mache ich jetzt? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst weiter oder du gehst wieder rein. Gut, stehst an der Haltestelle, wartest auf den Bus, kommt ein Bus angefahren, Riesenpfütze, Quatsch, du bist pitchnass. Wie entscheidest du das? Wie gehst du damit um? Kommt als nächstes, denkst du, okay, scheiß drauf, ich mache weiter, ich gehe zur Arbeit, ist mir scheißegal, was passiert. Läuft ein Hund an dir vorbei und pinkelt dir ans Bein. Was machst du dann? Sagst du dann, oh scheiße, jetzt hat der Hund mir ans Bein gepisst, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Oder sagst du, so, jetzt leck mich am Arsch, jetzt mache ich weiter. Jetzt ist mir kackegal, ich gehe jetzt so zur Arbeit und wenn mich irgendjemand fragt, was passiert ist, dann erzähle ich dem diese Story und dann sagt er, dann soll der mir sagen, okay, du hast jetzt alles, das war jetzt nicht gut, dass du hier bist. Und das ist ein ganz geiles Beispiel. Ich glaube, es geht einfach darum, wie du mit Rückschlägen umgehst. Und das ist natürlich jetzt ein ja, sehr symbolhaftes Beispiel, aber ich glaube, fasst es ganz gut zusammen. Ne? Mhm. Das war bei mir damals, ja, ich glaube nicht, dass ich immer diese mentale Stärke hatte. Also es gab schon Knackpunkte, wo ich dann mal, also gerade als Beispiel war, nach dem einen Jahr in Dresden, kam ich nach der Sommerpause zurück und ich hatte, wie gesagt, vorher im Hotel gelebt und wollte zu mir hoch aufs Zimmer und habe gesehen, dass meine Karte am Zimmer nicht funktioniert hatte. Und bin an die Rezeption gelaufen und habe dann gesagt, hey, wollte mal fragen, was los ist. Bin gerade hier 550 Kilometer aus Mannheim hierher gefahren und ich komme nicht in mein Zimmer rein. Dann hat der an der Rezeption hat gelacht. Ich sagte, hey, hast du das nicht mitgekriegt? Und dann habe ich gesagt, ja, was denn? Ja, Dynamo Dresden hat den Vertrag mit dem Achat Hotel hier gekündigt. Und dann habe ich gesagt, na, nee, das hat mir keiner gesagt. Wo sind denn meine Sachen? Also ich habe ja mein Fernsehen, meine Playstation, die standen alle noch im Zimmer. Ich sagte, ja, ich kann gerne mal schauen. Da waren die in der Abstellkammer gestanden. Und das waren Momente, dann das war dann zwischenmenschlich, war das einfach auch brutal. Mhm. Und da bin ich schon teilweise dann dran zerbrochen. Und dann habe ich meine Eltern angerufen, habe am Telefon dann zu meiner Mutter gesagt, hey, hör mal zu, das und das ist passiert. Und meine Mutter, ich wusste genau, dass meine Mutter auf der anderen Seite angefangen hat zu heulen, aber meine Mutter hat zu mir gesagt, hey, wir stellen dir das völlig frei. Bleibst du dort, kämpfst weiter für deinen Traum oder für dein Ziel oder kommst du nach Hause? Egal, wie du es machst, wir stehen immer hinter dir. Und ich habe in dem Moment natürlich gesagt, hey, für mich ist gar keine Frage, ich mache hier weiter. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Ich glaube an mich und ich glaube an diese Chance, dass ich hier in dem Stadion vor 30.000 Menschen spielen kann, dass ich die Qualität habe. Das finde ich einen interessanten Punkt. Also ich glaube, mehr oder weniger erlebt ja jeder Fußballer auch Rückschläge. Also vielleicht nicht in dem extremen Ausmaß, wie du es jetzt erlebt hast. Und auf der anderen Seite gibt es viele, die vielleicht mit Verletzungen zu tun haben, ja, wo sie vielleicht gar nicht mehr spielen können. Aber jeder erlebt ja irgendwelche Rückschläge. Was würdest du Spielern für einen Tipp geben, wenn die gerade an so einem Punkt sind, wo die überlegen, kann ich das noch schaffen oder soll ich vielleicht aufhören? Weil du hast ja dann weitergemacht und hast trotzdem irgendwo dran geglaubt. Also was würdest du denen für einen Tipp geben? Ich glaube, ich würde das, mit einem meiner Lieblingszitate beantworten. Doubt kills more dreams than failure ever will. Ich weiß, du kennst das mit Sicherheit, ja, ne? Ja. Das ist so ein banaler Satz, ne? Aber das ist so wahr. Wenn du selber nicht an dich glaubst, wer soll es dann machen, ne? Also wenn du hast als Spieler, du hast wahrscheinlich, seit du 8 oder 6, 7, 8, 9 bist, hast du immer diesen Traum gehabt, einmal da auf dem Platz zu stehen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man das niemals aus den Augen verliert, ne? Weil wenn du anfängst zu zweifeln, dann ist, glaube ich, vorbei. Weil wenn von außen so viele negative Einflüsse sowieso auf dich einprassen und du von innen heraus nicht die Stärke hast, damit umzugehen, Resilienz, ist, glaube ich, eins deiner Lieblingswörter, ne? Dann glaube ich, ist es ganz, ganz schwierig, dass du dich da durchboxst. Sehe ich 100% auch so, weil ich habe es auch erlebt, bei mir war das oft so, dass ich sehr selbstkritisch war und eben diesen
diesen hundertprozentigen Glauben nicht immer hatte. Und ich war gut, rückblickend kann ich das sagen, das habe ich aber damals nicht so gesehen. Ich habe mich damals oft klein gehalten. Und rückblickend sage ich auch, gerade als ich dann nach Amerika gegangen bin und dieses größere Denken gesehen habe und auch diese Sprüche und mich weitergebildet habe und von anderen gelernt habe. Und da habe ich auch erkannt, dass das genau meistens der entscheidende Faktor ist. Dieser Glaube an sich selbst, dieser Glaube daran, es zu schaffen. Und selbst wenn man es dann nicht schafft, du kommst immer noch weiter, wenn du daran glaubst. Und das ist so ein entscheidender Punkt, den ich auf jeden Fall immer hervorheben würde. Ja, du hast gerade ein geiles Beispiel genannt, ne? Also ich glaube, viele deiner Viewer sind ja auch irgendwie ein bisschen USA-affin oder waren auch mal in den USA. Und ich glaube, jeder von uns, der in den USA gespielt hat oder studiert hat, der kennt diesen unfassbaren Unterschied zwischen deutschem Mindset und amerikanischem Mindset. Und ich gebe dir da dieses Beispiel, das werde ich nie vergessen, an meinem ersten Tag in der Uni, in St. Thomas University in Miami. Kleine Uni mit 3000 Studenten, kennt kein Mensch außerhalb von Miami. Ne? Sitze ich im Klassenzimmer mit 30 Leuten und dann sagt der Professor zu uns, wenn ihr einen Traum habt, dann könnt ihr diesen erreichen. Ihr sitzt hier in einem Klassenzimmer, ihr seid teilweise tausende von Meilen hierher geflogen, damit ihr hier heute sitzt. Wenn ihr einen Traum habt, dann könnt ihr das erreichen. Und kein Mensch kann euch von diesem Erreichen dieses Traumes abhalten. Wenn du das vergleichst mit der Art und Weise, wie die Uni oder das Berufsleben oder auch teilweise natürlich die Ausbildung in einem Nachwuchsleistungszentrum abläuft, du kommst da rein und dann wird dir von oben herab gesagt, das und das wollen wir als Mannschaft, als Organisation, als Unternehmen erreichen. Und deine Rolle in diesem Unternehmen ist das, das und das. Und wenn du nicht in der Lage bist, diese Rolle einzunehmen, dann bist du hier fehl am Platz. Also so, das ist einfach so ein unterschiedlicher Mindset. Und ich glaube, das ist diese, und ich glaube auch tatsächlich, wenn du die Beispiele nimmst, vieler Deutscher, die in den USA sind, ne? Also wenn du Beispiel Julian Büscher, Kevin Feucht, du kannst diese Reihe ja endlos weiterzählen. Ne? Also gerade natürlich jetzt auch die Jungs, die aktuell in der MLS sind, Fabian Herbers. Das ist, glaube ich, zwei Welten, die aufeinandertreffen, mental. Die lernen hier in Deutschland in einem System zu funktionieren, um dann in den USA zu lernen, wie man aus einem System ausbricht. Also das ist, finde ich, unfassbar spannend. Also Julian Gressel zum Beispiel. Warum ist der MVP oder Rookie of the Year geworden in der MLS und spielt seit 3 Jahren hintereinander in Atlanta, jedes Spiel Stamm, hat unter Tata Martino, egal was für eine Formation die gespielt haben, spielt er jedes Spiel, ob der rechts vorne, rechts hinten, auf 6, auf 10, auf der 8, der spielt jedes Spiel, weil er ihm den Glauben gibt, dass er in der Lage dazu ist. Und das, obwohl der vor 3 Jahren oder sagen wir mal vor 5 Jahren, 6 Jahren in der Regionalliga bei Bamberg mitgelaufen ist, in Anführungsstrichen. Und da siehst du mal, wie unfassbar wichtig es ist, dass du mental auf der Höhe bist. Ne? Natürlich brauchst du Qualität, ist die Grundvoraussetzung, hundertprozentig. Aber in der Spitze ist die Qualität so dicht beieinander, dass das Mentale wirklich entscheidend ist. Ja, sehr interessant. Also würde ich auch zu 100% unterschreiben, weil ich es auch bei mir gesehen habe. Ich hatte zwar die Einstellung und viel Gas gegeben, aber ich stand mir auch meistens selbst im Wege. Deshalb. Ja, und ich denke, es geht vielen so. Deshalb ist das so wichtig. Und deshalb, das treibt mich auch an, das ganze Thema größer zu machen. In Amerika ist es ja, wie du hast es ja erzählt, es wird ganz anders wahrgenommen. Wir hatten zum Beispiel bei uns an der Uni, an der NC State, irgendwann dann 4 Sportpsychologen. Und das ist jetzt nicht, weil da Probleme herrschen. Es ist einfach nur, weil da erkannt wird, dass das Thema Mindset, mentale Stärke, wenn man sich damit beschäftigt, die einfach nochmal eine Leistungssteigerung ermöglicht. Das hilft dir letztendlich dabei, dein Potenzial auszuschöpfen. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Das versuche ich natürlich jetzt in den deutschen Raum auch irgendwie mehr zu etablieren. Also wir sind, glaube ich, im Fußballbereich noch sehr am Anfang, wenn man andere Sportarten schon ansieht. Aber da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial, glaube ich. Oder wie siehst du das? Absolut, absolut. Ich glaube, das ist wirklich super, super, super wichtig. Und man sieht ja natürlich auch schon Ansätze
dass immer mehr Bundesligisten auch Sportpsychologen mit einstellen. Aber ich glaube schon, dass wir da absolut noch Nachholbedarf haben. Also wenn du diese ganzen Motivationsspeaker in den USA siehst, das hat natürlich auch viel, glaube ich, mit der Kultur und auch mit der Sprache an sich zu tun. Also Beispiel you und sie, das ist für mich die größte Barriere, die es gibt. Du wirst als Amerikaner jeden Professor anhauen können und sagen, hey, how are you? I need this and that. Während du in Deutschland schon mal dieses hast, entschuldigen Sie bitte, ich bräuchte mal kurz Ihre Hilfe. Also es ist schon allein kulturell, glaube ich, verwurzelt, extrem schwierig, so beide Welten zu vergleichen. Aber wenn wir natürlich über den Tellerrand hinausschauen, jetzt in die Sportwelt hinein, du siehst es im Eisschnelllauf, du siehst es im Biathlon, du siehst es natürlich in der NBA, in der NFL, MLB, die arbeiten alle mit Top-Sportpsychologen und ich glaube, dass wir da noch ein bisschen Nachholbedarf haben in Deutschland auf jeden Fall. Mhm. Ja, wenn du jetzt noch mal so zurückblickst, was war denn ein Erlebnis, was du auf keinen Fall vergisst? Du hast wahrscheinlich eben schon das eine gesagt, mit vor 50.000 mit der Nationalelf von Madagaskar zu spielen gegen Spieler wie John Obi Mikel. Gab es da noch ein anderes, wo du sagst, das wirst du immer in Erinnerung behalten? Ja, also auch Nationalmannschaft im positiven Sinne jetzt. Wobei das war, da ich glaube ich, eher mal ein Negativbeispiel auch, um zu zeigen, welche mentalen äußeren Einflüsse teilweise auf Spieler einwirken. Also wir haben mit Madagaskar gegen Äthiopien gespielt, zu Hause, auch African Nations Cup Quali. Also kein Kassenschlager, Madagaskar gegen Äthiopien, aber wenn du in diese Länder reingehst, dann ist halt Fußball nicht nur ein Sport, sondern Fußball ist ein Katalysator für Hoffnung. Ja? Also du hast in Madagaskar wie in einem Häckselkessel gespielt, vor 30.000 Menschen, die alle irgendwie mit aller Macht versuchen, da ein Ticket zu ergattern. Spielst dann in einem Spiel, was von der Qualität vielleicht Regionalliga-Niveau hatte. Und wir verlieren 1-0 gegen Äthiopien. Und ich denke mir so, ach scheiße, natürlich bitter, wir wollten eigentlich unbedingt zum African Nations Cup, aber für die Menschen, was das bedeutet hat, also wir sind dann in den Bus eingestiegen, da haben die den Bus geschüttelt, haben mit Steinen auf den Bus geworfen und haben uns wirklich, also das war ein Moment, da habe ich gedacht, ich komme da nicht lebend raus. Und da habe ich erstmal verstanden, welche Bedeutung der Fußball für die Menschen hat. Also es ist viel, viel mehr als nur ein Spiel 11 gegen 11. Gerade natürlich auf dem nationalen oder internationalen Level, aber das geht ja genauso, wenn du ja jetzt dritte Liga, Cottbus gegen Dynamo Dresden oder Rostock gegen Dynamo Dresden, damals die zweite Liga natürlich, wenn du dir diese, oder Schalke gegen Dortmund, da geht es ja um Leben oder Tod teilweise. Und das zu verstehen, welche kulturelle Bedeutung Fußball hat, ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Learnings, die ich aus dem Fußball mitgenommen habe, weil es einfach noch so viele andere Ansätze gibt, um in dem Sport drin beschäftigt oder angestellt zu sein oder deine Unternehmung zu führen, wie du es jetzt zum Beispiel auch machst natürlich, die einen Wert bringen können. Ne? Und das finde ich super spannend. Ja, das ist ja auch einer der Dinge, ich meine, so Fußball als Katalysator auch irgendwo für Hoffnung, für das andere, für positive Veränderungen zu nutzen, positiven sozialen Wandel. Das ist ja auch eine der Tätigkeiten, die du jetzt in Hoffenheim als Head of International Operations so eingehst. Du hattest ja letztens dieses Projekt auch in Afrika. Ja, was habt ihr da so für Dinge geplant, auch wie man den Fußball nutzen kann, um eben positive Veränderungen zu schaffen? Ja, das ist ein ähnlicher Ansatz natürlich. Also wir waren jetzt in Kenia, haben da ein Projekt zusammen mit Street Football World in der Bundesliga International gemacht. Nennt sich Bundesliga Youth Ambassadors, wo wir die Message, wo wir quasi unsere, unsere Learnings, die wir quasi aus dem Sport herausziehen, in einen anderen Kontext quasi anwenden. Das heißt, wir versuchen da 35 junge Menschen weiterzubilden, sei sowohl mit fußballerischen Elementen, aber auch mit sozialen Elementen, sodass sie das quasi wirklich nutzen können, um in ihren Townships dort das, was sie gelernt haben, als Multiplikatoren quasi anzuwenden. Und so erhoffen wir uns, dass wir quasi da mit Hilfe der Power des Fußballs was Gutes bewegen können. Und das ist
ja, ist Wahnsinn. Also wenn du, wir waren da eine Woche in Nairobi und wenn du die Begeisterung siehst und die Dankbarkeit, die tiefe Dankbarkeit der Leute, dass du einfach vor Ort bist und dass du irgendwas zurückgeben möchtest und denen, die daran teilhaben möchtest, lässt, ist unglaublich. Ne? Und das finde ich, das war für mich, das war dann tatsächlich, glaube ich, die gleiche Woche, in der Bayern gegen Hoffenheim gespielt hatte und beim Stand von 6-0 die Bayern-Fans noch die Dietmar Hopp-Plakate in die Höhe gehalten hatten, wo ich dann gedacht habe, ey Leute, lernt mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Also wie kann man jemanden jetzt beleidigen, egal ob er Millionär, Milliardär oder was auch immer ist, der so viel Positives für die Menschheit, nicht nur für den Fußball, sondern für die Menschheit tut. Und selbst wenn er das aus Eigeninteresse macht, selbst dann macht er immer noch so viel Gutes, dass es überhaupt keinen Sinn macht, so einen Menschen zu diffamieren. Ja, ja, also zwei Dinge dazu. Also einmal fällt mir da gerade so ein Satz ein, den ich letztens auch in einem Buch gelesen habe von Eckhart Tolle. Menschen handeln immer nach dem Grad ihres Bewusstseins. Und ja. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Punkt, mit dem man mit dem Fußball auch schaffen kann. Mehr Bewusstsein. Also vielen ist gar nicht bewusst, was da noch alles hintersteckt und was damit alles noch positiv zu verändern ist. Und ja. Wenn man das jetzt mal auf den individuellen Spieler betrachtet, wenn der individuelle Spieler ist sich ganz oft auch nicht bewusst, was er damit für eine Möglichkeit hat, was er für eine Chance hat. Wenn ich mich jetzt auch nochmal daran zurückerinnere, wie das bei mir damals war, man nimmt das irgendwie so mit und man denkt, es ist halt so, auch bei mir, wo ich mir viele Gedanken gemacht habe und das, was du eben gesagt hast mit dieser Dankbarkeit und dieser Leidenschaft oder der Begeisterung, das, was die Menschen dann in Afrika gezeigt haben, weil die es einfach nicht anders kannten. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der in den deutschen Nachwuchsleistungszentren oder generell vielleicht auch so ein bisschen fehlt noch. Also dieses Bewusstsein dafür, ey, das ist eine Riesenchance. Ja, ja, und selbst, wo ich spiele, das man kann da jeden Tag für dankbar sein. Und ich glaube, da geht es genau darum, dieses Bewusstsein zu schaffen, wie schön der Fußball sein kann mit allen seinen Schattenseiten, die natürlich auch dazugehören, aber ja, einfach auf das Positive sich natürlich zu konzentrieren. Absolut. Also ich denke, da gibt es natürlich mehrere Gründe dafür. Also ich meine, wenn du siehst, in der U19-Bundesliga teilweise, ne, da werden ja Ablösesummen im sechsstelligen Bereich bezahlt, ohne groß drüber nachzudenken. Wir haben jetzt Beispiele, jetzt nicht bei uns, aber ich glaube, da kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also bei dem einen oder anderen Verein im Ruhrgebiet, da verdienen halt U19-Spieler im fünfstelligen Bereich. Und wenn du halt so früh so viel Geld verdienst oder auch bei einem relativ bekannten Verein im Süden Deutschlands, der relativ erfolgreich ist, da werden halt schon mal Ablösesummen bezahlt im sechsstelligen Bereich in der U17. Und wenn die Jungs halt dann so früh so viel Geld verdienen, dann sind die halt relativ früh satt. Und wenn du halt so früh satt bist, dann verlierst du halt das. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Also eine ganz, ganz simple Frage. Warum hast du Fußball gespielt? Oder warum spielst du Fußball? Warum? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die du jedem stellen kannst. Warum spielst du Fußball? Und ich glaube, das ist eine Frage, die ganz, ganz viele eigentlich gar nicht so einfach beantworten können. Dann kommt nämlich oft der Punkt, ja, ich will Profi werden, ich will mein Hobby zum Beruf machen, ich will Geld damit verdienen. Ja, warum? Ja. Ja. Ich glaube, und das ist das Spannende, ich glaube, wer wirklich den Fußball liebt, der würde auch in der Bundesliga spielen oder in der dritten Liga, wenn er vor vielen Fans spielen kann, ohne dass er Geld dafür verdient. Ich sage nicht, dass das so sein muss, aber ich kann mich an meine Zeit daran erinnern, also als ich in Dresden war, ich hätte gesagt, lass mich einmal über den Platz laufen vor 30.000 und das wäre für mich das Größte gewesen, dafür muss ich nicht mal Geld verdienen. Aber natürlich ist es, ich verstehe das natürlich schon, also dieser Lifestyle, der gehört natürlich dazu und gerade jetzt mittlerweile durch Social Media wird es natürlich immer mehr auch auf die Spitze getrieben und da gehen aber, glaube ich, die richtigen Werte gehen dabei verloren und das ist schade, aber ich glaube, dass es trotzdem, auch wenn der Fußball teilweise in Verruf geraten ist, ich glaube, dass das sind 1% oder 3% der Leute, die im Fußball drin sind, die wirklich diesen Ruf verdient haben und die Vielzahl der Leute, die drin sind, sind doch, glaube ich, sehr dankbar und die wissen das auch sehr zu schätzen,
dass sie da wirklich sehr privilegiert sind. Ja, sehr, sehr interessant. Ich glaube, also finde ich sehr spannend, das finde ich ein sehr spannendes Thema und das ist auch für alle, die hier zuschauen, alle Fußballer sehr, sehr wichtig. Play like a child, würde ich mir immer sagen. Also wenn wir Kinder sind, dann spielen wir Fußball einfach, um Fußball zu spielen. Wir gehen auf den Bolzplatz, wir versuchen, wenn wir irgendwie fallen auch auf die deutschen Worte nicht mehr ein, wenn man mal so lange in Amerika war, zum Beispiel eine Cola-Dose vor dir ist, du fängst an, damit zu spielen. Und diese Leichtigkeit zu behalten, auch wenn es irgendwann mal vielleicht in Bereiche reingeht, wo man dann Geld verdient und wo man vielleicht auch Dinge erlebt, die nicht so einfach sind. Aber ich glaube, genau das hilft dir dabei, letztendlich auch hochzukommen. Also wenn du diesen Spaß... Also ich glaube, man muss ja auch wirklich unterscheiden zwischen der Zeit vor dem Profi sein und der Zeit, in der man Profi ist. Und ich glaube, entscheidend ist, Frage, was braucht man, um Profi zu werden? Ich glaube, die Frage wird jeder anders beantworten. Ich glaube, es gibt als Notwendigkeit und als Grundvoraussetzung intrinsische Faktoren. Also sei es jetzt die Qualität, sei es die Eigenmotivation, Eigenverantwortung, Disziplin, sei es einfach Resilienz, also wirklich Faktoren, die intrinsisch sind, ja, die von dir auskommen. Aber dazu kommen natürlich auch noch externe Faktoren. Und diese externen Faktoren, die kannst du zum Großteil nicht beeinflussen. Also viele Leute, die nicht so einen guten Einblick haben in den Fußball, die sagen, naja gut, der hat halt Glück gehabt. Und ich sage, Glück spielt eine riesige, riesige Rolle im Fußball. Aber wie Glück definiert wird, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also Glück zum Beispiel heißt ja, dass du, und jeder Fußballer, da gibt es Brief und Siegel für, kennt einen Spieler, der Profi ist, der nicht so gut war oder nicht so gut war wie er. Jeder. Warum ist der Profi und der nicht? Das kann keiner kann das beantworten. Es gibt aber quasi die äußere Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Dazu zählt zum Beispiel der richtige Berater, der ein gutes Netzwerk hat, der vielleicht das ein oder andere Wort mal für dich einlegen kann. Dazu zählt aber auch der richtige Trainer, der auf dich baut, der dir auch mal Selbstbewusstsein gibt. Vielleicht auch das richtige Umfeld. Aber dazu kommt noch viel, viel mehr. Also dazu kommt zum Beispiel, zu welchem Zeitpunkt kommst du überhaupt aus der U19 raus? Also kommst du zum Beispiel in einem Jahr aus der U19, wo die erste Mannschaft Bundesliga spielt und im gefestigten Mittelfeld oder sogar um die Meisterschaft mitspielt, dann kann es natürlich sein, dass zu dem Zeitpunkt der Verein so viel Geld hat, dass sie sagen, ja gut, wir brauchen jetzt gerade unsere Jugend nicht ausbilden, wir kaufen Spieler dazu bei den Profis. Oder du bist vielleicht in einem Nachwuchsleistungszentrum, wo die erste Mannschaft gerade um den Abstieg kämpft und nicht weiß, ob sie erste oder zweite Liga spielt, dann zögert sich natürlich so eine Entscheidung, ob jemand einen Profivertrag bekommt oder nicht, zögert sich ins Unendliche hinaus, weil du nicht weißt oder der Verein nicht weiß, ob er für die erste oder für die zweite Liga planen muss. Das Ganze kannst du natürlich runterfilmen von der zweiten bis zur dritten Liga. Und da sind so viele Unsicherheiten mit drin, die du nicht beeinflussen kannst, die aber alle zum Faktor Glück eigentlich zählen. Und das finde ich super spannend. Wenn man das nämlich mal so die letzten 10, 15 Jahre mal betrachtet und dann beobachtet, wer da Profi geworden ist, ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Lage ist, und da kannst du mir die größten Experten zur Seite stellen, einen linearen Verlauf darzustellen, wie man Profi wird. Das gibt's nicht. Ja, es spielen in der Tat so viele Faktoren eine Rolle, die man gar nicht vorhersehen kann. Ich habe damals auch in Amerika so ein Konzept, ich habe ja Psychologie studiert, da war so dieser internal Locus of Control und external Locus of Control. Und es ist ja ganz oft so, dieser external Locus of Control, dass man sagt, okay, man hängt von Dingen ab, die außerhalb meiner Kontrolle sind. Also, wie du sagst, von Trainer, von Verletzung, von Mannschaft und was auch immer. Und diesen internal Locus of Control, wo man sagt, okay, ich habe auch schon viel selbst in der Hand, sage ich jetzt mal. Was kann ich kontrollieren? Meine Einstellung, mein Willen, den Glauben, meine persönliche Entwicklung. Und man kann damit eben sich... Man kann nicht sagen, okay, wenn man das macht, dann werde ich Profi zu 100%. Dafür ist der Fußball zu unberechenbar.
Ich denke aber auch, dass man sagen kann, okay, für welche Bereiche kann ich die Verantwortung übernehmen, genau. Dass ich vielleicht einfach die Wahrscheinlichkeit steige, dass ich vielleicht einem Trainer, auch wenn der gerade mich total diskriminiert manchmal, zeige, ey, ich lass mich davon vielleicht nicht so beeinflussen und gebe einfach weiter Gas, ob es danach noch reicht oder nicht, aber diesen mehr und mehr diesen internal locus of control anzunehmen, ist, glaube ich, einer der Schlüssel, um halt auch, du hast es eben auch gesagt, diese Eigenverantwortung zu haben. Absolut. Ich glaube, das ist halt wirklich entscheidend und du kannst nur vorbereitet sein und um vorbereitet zu sein, musst du mit dir im Reinen sein und musst alles geben, was du kannst und wenn du dann scheiterst, dann bist du nicht gescheitert, sondern dann hast du gelernt. Und ich glaube, das finde ich super spannend. Das ist auch ein Konzept, was ich so für mein Leben nach dem Sport mir mitgenommen habe. Ne? Ich glaube, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du mit aller Macht bereit bist zu scheitern. Wenn du weißt, ich kann richtig auf die Fresse fallen, aber du hast alles gegeben, dann wirst du niemals an den Punkt kommen, wo du sagst, Mann, ey, das ist so blöd, dass ich so viel gegeben habe. Das wird es nie geben. Ne? Also du kannst, glaube ich, nur erfolgreich sein, wenn du wirklich 100% bereit bist, auch zu scheitern. Und dann hast du aber auch aus diesem Scheitern heraus die Fähigkeit, wirklich so viel mitzunehmen und so viel zu lernen, wo du, glaube ich, im Nachhinein einfach weißt, wofür du es gemacht hast. Ja, sehr, sehr gut. Ja. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Spieler gesprochen, der sich auch darüber sehr viele Gedanken gemacht hat, der so gesagt hat, von meiner Familie her, mein Papa, dass die das erwarten, man denkt ja auch oft, oder man erzeugt sich auch oft Erwartungen von anderen, sage ich jetzt mal, aber ja, die erwarten das von mir auch, er kommt von einem kleinen Ort, die von zu Hause erwarten von mir, dass ich Profi werde und hatte auch darüber nachgedacht, okay, was ist denn, wenn ich scheitere? Und das war eigentlich ein Satz, der mir gar nicht so bewusst war, also dass ich den bewusst zu dem so gesagt habe, aber ich habe so gesagt, ja, wenn du alles gibst, dann kannst du doch gar nicht scheitern. Ja. Wir haben immer noch, wenn der sagt zu mir, den Satz würde ich mir am liebsten auf den Arm tätowieren. Weil das hat ihm komplett einfach eine andere Perspektive. Ey, wenn ich alles gebe, genau wie du gesagt hast, wenn ich das gebe, was in mir steckt, wenn ich das erreiche, ja, was für mein Potenzial das Maximum ist, dann bin ich erfolgreich. Und das ist ja auch ein Punkt, den ihr bei Mindgame Sport Management da auch auf der Website stehen, habe ich gelesen, Maximize Potential. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, wie kann man sein Potenzial, was man in sich hat, eben ausschöpfen. Wie unterstützt ihr da Spieler, um denen eben diese Möglichkeit zu geben? Genau, also das ist für mich das Spannendste eigentlich. Also ich beschäftige mich tatsächlich schon wirklich seit eigentlich der Gründung mit der Frage, was macht ein Spieler, der den Sprung schafft? Oder was macht den Unterschied zwischen einem Spieler, der den Sprung schafft und einem Spieler, der den Sprung nicht schafft? Und diese Frage versuchen, glaube ich, zu wenige Leute zu beantworten. Weil die Leute, die quasi sich damit beschäftigen, mit den Spielern, die den Sprung schaffen, das sind die, die natürlich auch interessiert daran sind, mit den Spielern natürlich auch Geld zu verdienen. Und die anderen Spieler, die den Sprung nicht schaffen, die sind halt natürlich aus diesem Mikrokosmos Fußball oder in dem Mikrokosmos Fußball sind die erstmal nichts wert. Und ich habe die Agentur 2015 gegründet, auch Mind Game Sport, weil Mind ist super wichtig. Nicht nur super wichtig, sondern es ist das Entscheidende, um quasi am Ende des Tages auch den Unterschied machen zu können. Und wir haben halt damals gesagt, wir möchten eine Agentur gründen, die mit hochtalentierten Spielern arbeitet, die aus irgendwelchen Gründen auch immer an den Knackpunkt in ihrer Karriere gekommen sind. Und sei es aus Verletzungsgründen, sei es aus Pech, sei es einfach aus dem Grund, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort zu sein, den Sprung nicht geschafft haben. Und da ist halt, das kannst du natürlich am besten bezeugen, das amerikanische College-System ideal dafür als Plattform, um diesen Jungs nochmal eine Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Weil wenn du schaust, in Deutschland endet das Nachwuchsleistungszentrum mit 18, 19. Mit 18, 19 sind wir in einem Alter, wo es sein kann, dass der eine schon voll ausgewachsen ist und oder vom Kopf her extrem reif ist. Es kann aber auch sein, dass ein 18-Jähriger teilweise noch vom Kopf her wie ein Kind ist oder einen Körper hat wie ein Kind. Das heißt, ich finde, diese Selektion zwischen ich werde Profi und ich werde kein Profi kommt eigentlich zu früh.
Und wenn du halt in der nach der U19 jetzt in der Oberliga landest und dann, da komme ich auf Malcolm Gladwells 10,000-Hour-Rule zurück, wenn du in der Oberliga landest also mit 18, 19 und du trainierst 2 Jahre in der Oberliga, dann bist du nach 2 Jahren Oberligaspieler. Wenn du aber als 18-Jähriger in der Bundesliga landest, dann bist du nach 2 Jahren gestandener Bundesligaspieler, wenn du 2 Jahre auf dem Level trainiert und gespielt hast. Das heißt, es ist super, super, super entscheidend, wo du nach der Jugend landest. Und da, also eins, was ganz spannend ist, die Eredivisie, deren Nachwuchsleistungszentren quasi in Holland, haben sich jetzt quasi Uniso entschieden, die Jugendausbildung bis zur U21 weiterzuführen. Weil sie genau diese Frage versuchen zu verstehen. Ist es vielleicht wertvoller für die Jungs, wenn sie noch 1-2 Jahre länger im NLZ bekommen? Um auf unsere Aufgabe oder auf unseren Arbeitsbereich zurückzugehen, wir arbeiten eben mit diesen Jungs und schicken die Jungs ins College. Warum? Weil sie quasi im College 4 Jahre dazu gewinnen. Das weißt du ja am besten. Du gewinnst 4 Jahre, wo du auf einem absolut überragenden professionellen Niveau trainieren kannst. Du hast die Möglichkeit, wirklich das, was du gelernt hast, mit in einen anderen Kontext zu übertragen. Und das ist super spannend, weil du fängst in den USA auf einem weißen Blatt Papier wieder an. Natürlich kommst du erstmal mit Vorschusslorbeeren dahin, weil du, die wissen natürlich auch, okay, hier kommt der Julius Duscherer, der hat schon Regionalliga gespielt, oder hier kommt, schieß mich tot, ja, wir haben jetzt aktuell Jungs, die haben schon in der 2. Liga trainiert, die kommen dahin und die bekommen ein Vollstipendium, das heißt, die Trainer sagen denen, ey, du bist mein Mann, ich setze alles daran und das ist das Spannende. Der große Unterschied zwischen dem College-System und dem der Ausbildung in Deutschland ist, dass die Trainer daran bedacht sind, dich im 4. Jahr, heißt, wenn dein College, deine College-Zeit vorbei ist, an deinem Maximum zu haben. In Deutschland ist es so, wenn du in eine neue Mannschaft kommst, dann musst du zum jetzigen Zeitpunkt jetzt die Leistungen bringen, die der Trainer von dir erwartet. Natürlich ist es im College genauso. Ja? Wenn du nicht nach einem halben Jahr ansatzweise das bringst, was du erwarten, bist du auch raus. Aber das Mindset ist was ganz anderes. Und, das ist, finde ich, auch spannend, die Art und Weise, wie die College-Coaches mit der Entwicklung umgehen, ist viel mehr aus deren Perspektive zu sagen, ich habe den Spieler geholt, ich möchte diesen Spieler besser machen. Wenn ich diesen Spieler nicht besser gemacht habe in 4 Jahren, dann bin ich als Trainer gescheitert. In Deutschland ist es so, ich hole einen Spieler hierher, wenn der nicht gut ist, dann hole ich halt den nächsten. Und dann denkst du, da ist nicht dieses Level of Ownership, wie es im College-System drin ist. Und das finde ich super spannend, wenn diese beiden Welten aufeinander prallen. Und das Spannende ist halt wirklich zu sehen, wie die Jungs aufgehen. Die kommen teilweise, wenn du das kannst du ein bisschen vergleichen, wie so eine verwelkte Blüte, die dann quasi am Ende ihrer Zeit in Deutschland überhaupt keinen Bock mehr haben, überhaupt noch mit irgendwas mit Fußball zu tun zu haben. Und dann kommst du in die USA, siehst erstmal diese wirklich überragenden Trainingsmöglichkeiten, also du weißt es ja selbst, NC State ist ja unglaublich, wenn du da ein Footballstadion hast oder ein Basketballarena mit 20.000, ein Gym mit, was weiß ich, 45 Benchpresses, ist ja unglaublich, ne? Und dann siehst du quasi, wie diese verwelkten Blüten auf einmal wieder aufgehen, weil sie merken, boah, geil, hier setzt ein Trainer auf mich. Der gibt mir volles Vertrauen. Also diese Story, die kannst du mit jedem Deutschen durchgehen, der im College ist. Ich frage jetzt auch dich, was waren die ersten Worte, die dein Trainer zu dir gesagt hast, nachdem du 3 oder 4 Mal trainiert hast? Oder deine Mannschaftskollegen zu dir? Ja, ich war genau diese Blume. Ich war genau diese Blume, wirklich. Also ich kam dahin, hatte echt innerlich gesagt, Ich will das irgendwie nicht mehr, weil ich mich so unwohl gefühlt habe in dem Fußballbereich, weil ich auch viele blöde Sachen erlebt habe. Und dann komme ich dahin. Erste Training war noch nicht mal mit einem Trainer, weil gibt ja noch paar komische Regeln. Und dann haben wir Pickup gespielt, also einfach nur mit der Mannschaft sind wir rausgegangen und haben trainiert und haben uns ein bisschen vorbereitet. Und allein danach kamen so viele Mannschaftskollegen zu mir und haben gesagt, ey, Wahnsinn. Und ich bin einen Tag vor aus dem Flugzeug ausgestiegen, hat noch Jetlag, war noch gar nicht angekommen richtig. Und genau das ist aber auch passiert. Der Trainer, wie der hinter mir stand. Ich bin natürlich auch rübergegangen und das habe ich mir eben aufgeschrieben, dieses weiße Blatt Papier. Ich bin rübergegangen und habe gedacht, niemand kennt mich hier.
Niemand kennt mich. Ich spiele einfach wieder nur Fußball. Und das hat mir natürlich diese Leidenschaft, diesen Spaß, diese Freude wieder zurückgegeben. Ich habe wieder einfach nur Fußball gespielt. Ich war natürlich besser, ich war weniger verletzt. Ich habe mich einfach wohler gefühlt. Und genau das habe ich mich... Ja, genau. Und dann dreht sich natürlich alles nach oben. Du hast Spaß, dann spielst du besser. Spielst du besser, macht es dir mehr Spaß. Macht es dir mehr Spaß, machst du mehr dafür. Machst du mehr dafür, wirst du wiederum besser. Und das ist diese typische Aufwärtsspirale, die einfach so viele von den Deutschen im College erleben. Und das finde ich super geil. Und da gönne ich es auch wirklich einfach jedem, ob der jetzt über uns kommt oder über eine andere Agentur, ist mir so schnuppe. Ich freue mich immer wieder, diese geilen Erfolgsstories zu lesen von Deutschen oder auch von anderen Internationalen, die darüber gehen und sagen, und das ist ja wirklich schon mal, eigentlich ist das schon der erste Schritt zum Erfolg. Wenn du sagst, du verlässt deine Komfortzone in Deutschland und anstatt quasi hier das Gewohnte einfach weiterzumachen, springst du über den großen Teich und startest in einem Land, wo du wahrscheinlich vorher noch nie warst oder vielleicht vorher noch nie warst, wo du niemanden kennst, um deiner Leidenschaft im Fußball nachzugehen. Das finde ich so spannend, weil du spielst einfach nur wieder Fußball und die überragende Begleiterscheinung des Ganzen ist ja, und deswegen sagen wir halt Maximize Potential, ist halt, dass du einfach nach 4 Jahren Bachelor in der Tasche hast. Und das ist ja auch das Geile, weil da kommen wir wieder in diese Aufwärtsspirale. Macht es dir, die Uni in den USA ist oder gerade für Athleten ist das natürlich schon so ausgelegt, dass es dir deutlich einfacher fällt als wahrscheinlich der normale Universitätsalltag in Deutschland. Brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nichts vormachen, ist natürlich schon ein bisschen einfacher auch. Und es ist natürlich für Sportler auch immer ein bisschen wohlwollend ausfallen. Aber das ist einfach diese Erfahrung, die du da sammelst, die ist einzigartig. Und ich glaube, dass jeder, der diese 3-4 Jahre mitgemacht hat, einfach vom Reifegrad her und von der Entwicklung einfach wirklich 5 bis 6 Stufen höher ist, als zu dem Zeitpunkt, bevor er rübergegangen ist. Ja, also da spricht man ja auch ganz viel von dieser persönlichen Entwicklung. Und das ist auch so ein Thema, wo ich mich immer frage, wie können wir diese persönliche Entwicklung, die ja wir beide in Amerika natürlich so extrem mitgenommen haben, wie können wir diesen Bereich nach Deutschland oder in Deutschland generell vielleicht schon früher etablieren, dass Spieler merken, ey, das tut mir gut, wenn ich vielleicht mich auch mal da und damit beschäftige, wenn ich ein Buch lese, und das hilft dir dann letztendlich auch fußballerisch erfolgreicher zu sein. Was glaubst du, wieso diese Verknüpfung zwischen Persönlichkeitsentwicklung und sportlicher Entwicklung geschaffen werden kann? Ich glaube, dass ganz, ganz viel damit einhergeht, dass es Vorbilder gibt, die das quasi so vorleben. Also wenn du natürlich siehst, dass beispielsweise LeBron James oder Kobe Bryant, also wirklich die Besten der Besten in ihrer Sportart oder gerade im Fußball auch natürlich in Deutschland, wenn du da siehst, wenn du da ein Beispiel hättest jetzt von einem deutschen Nationalspieler, will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich natürlich auch beispielsweise Manuel Neuer, weiß nicht, ob du das gesehen hast letzte Woche, der ja quasi in seinem eigenen Haus da am Tegernsee ein Fußballtor stehen hat und dann da quasi noch trainiert. Ich glaube, dass viel, viel, viel damit zu tun hat, dass man Beispiele haben muss. Und das Zweite, und das finde ich fast noch wichtiger, die Fußballgesellschaft ist natürlich schon eine Gesellschaft, in der Schwäche oder beziehungsweise Ehrlichkeit teilweise mit Schwäche verglichen wird. Ne? Also wenn du rausgehst und sagst, mental, ich muss mental trainieren, dann geht es einher mit dem Gedanken, ja, du bist mental schwach. Aber es geht ja nicht darum, dass du mental schwach bist, sondern es geht darum, mental deine Leistung zu optimieren. Und das ist, glaube ich, das, was immer noch zu wenige verstanden haben. Und wo es wirklich, glaube ich, gut tun würde, sich mit den Vorbildern aus den USA oder sei es aus den anderen wirklich Top-Sportarten und Top-Athleten, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also besonders der zweite mit diese Maske mal abzunehmen. Zu sagen, okay, auch selbst wenn man sagt, hey, ich glaube, ich habe da noch Verbesserungspotenzial, das auch wieder bei mir, das hätte ich früher machen müssen. Weil früher mit jemandem zu sprechen, einfach um zu schauen, wie man das noch besser angehen kann. Und den Vorbildern, das ist auch ein schönes Beispiel jetzt, also wenn man mal den Bereich Meditation zum Beispiel nimmt. Absolut. Haaland postet jetzt ein Bild, wie er da sitzt und so meditiert. Und dann fragt sich natürlich jeder, ey, warum macht er das? Und dann kommen ganz viele und sagen auf einmal, vielleicht ist das
ein interessanter Punkt, den ich vielleicht auch für mich nutzen kann, weil letztendlich geht es ja genau darum, auch geistig auf der Höhe zu sein, um auch körperlich fitter zu sein, spielt ja alles miteinander zusammen. Deshalb ja. Ist das ein so unfassbar wichtiger Tipp für Fußballer. Sucht euch Vorbilder und denkt nicht, ihr müsstet perfekt sein, sondern sprecht mit Spielern darüber, wie weit ihr eure Leistung verbessern könnt, ob das über den mentalen Bereich ist oder an anderen. Deshalb sehr, sehr wichtig. Finde ich gut. Cool. Ja, da waren einige spannende Aspekte dabei. Ich würde jetzt so zum Abschluss auch nochmal, also einmal, oder bevor ich den Abschluss mache, würde ich nochmal einfach fragen, was du jetzt so die nächsten Wochen und Monate so geplant hast, ob noch irgendwas ansteht für dich, wo du uns vielleicht mit reinholen willst. Also momentan kämpfen wir so ein bisschen natürlich auf Agenturseite mit den Nebeneffekten, mit den unschönen Nebeneffekten von Corona. Ist gerade momentan wirklich eine schwierige Phase für alle Jungs, die jetzt dieses Jahr rübergehen, weil es einfach mit den Visa extrem kompliziert ist. Da ist einfach eine extreme Unsicherheit und das ist für mich gleichbedeutend mit wirklich erhöhten Mehraufwand an Arbeit. Aber auch das wird sich auch zu Positiven wenden. Ansonsten arbeiten wir sehr, sehr viel an konzeptionellen Dingen, gerade in Hoffenheim jetzt, die ein bisschen langfristiger verankert sind. Von daher ist das jetzt in dem Hinblick sind wir, glaube ich, in einer relativ privilegierten Situation, dass es uns da finanziell ganz gut geht und wir jetzt nicht irgendwie in großen Sorgen verfallen müssen. Bin trotzdem extrem gespannt, wie es morgen jetzt in der Bundesliga dann ausschaut. Ja. Wird ja schon richtungsweisend. Finde ich auch extrem, vielleicht noch gerade zu erwähnen, also finde ich super spannend. Ne? Also wenn du in die Gesellschaft reinhörst, die eine Hälfte sagt, boah, wie könnt ihr wieder da die Bundesliga laufen lassen, während ich nicht arbeiten gehen darf, in Anführungsstrichen. Ja, okay. Und die andere Hälfte, glaube ich, die möchte jetzt einfach nur wieder Fußball sehen. Ne? Und ich glaube, das ist einfach so wichtig und es wäre so schön, wenn man einfach diesen Fußball auch wieder auf das reduzieren kann, was es ist, nämlich ein Spiel, was eigentlich Spaß machen soll. Und Spaß machen soll, auch zuzuschauen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es da diese Diskussionen so hochgekocht sind in den letzten Wochen und teilweise Jahren. Aber ja, also das ist momentan auf meiner Seite. Okay, ja. Geht. Sehr gut. Genau, ich habe jetzt noch so fünf kurze Sätze, die du einfach entweder mit einem Wort oder mit einem kurzen Satz auch beenden kannst, wie es gerade für dich passt. Fußball ist Leidenschaft. Kam schon öfter. Mein schönstes Erlebnis im Fußball war? Mein Länderspiel gegen Nigeria, als ich mein Trikot mit John Obi Mikel tauschen durfte. Ich bin Fan von? TSG Hoffenheim. Musste sie jetzt sagen. Mentale Stärke bedeutet für mich? Innere Zufriedenheit. Boah, sehr gut. Fußball wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich nicht groß verändern. Okay, das ist auch ein interessanter Ansatz. Ja, sehr, sehr spannende Punkte. Vielen, vielen Dank für deinen Input, für deine Zeit. Und ich denke, da konnten einige von den Zuhörern, Zuschauern jetzt was mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall einiges mitnehmen. Und ja, alles Gute für deine Projekte, für deine Arbeit, auch gerade in der Zeit. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Das hat mich wieder sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Danke dir, Julius. Alles klar, mach's gut. Ciao.